wie das duftet. Mama, wie macht man Brot? Gute Frage, mein Kleiner. Finden wir es heraus. Brot wird aus Mehl, Wasser und Hefe zubereitet. Die Hefe ist ein Treibmittel, das dazu dient, den Teig locker und luftig zu machen. Wenn der Teig fertig ist, wird er in Portionen geteilt, geformt und in den Ofen geschoben. Sind die Brötchen dann fertig gebacken, kommen sie duftend und knusprig heraus und können sofort gegessen werden. Aber Mama, wie wird das Mehl gemacht? Das Mehl besteht aus gemahlenem Getreide, das auf den Feldern gewachsen ist. Und um die Felder zu bestellen, also den Boden zu bearbeiten, braucht man den Traktor. Ist der Boden vorbereitet, werden die Samen ausgesät, und zwar in bestimmten Abständen und in der richtigen Tiefe, sodass jeder Samen gesund und kräftig wachsen kann. Der Regen und die Sonne lassen die Pflanzen heranwachsen. Und wenn die Kornähren reif sind, werden sie geerntet. Dann kommt ein großer Mähdrescher, der das Korn erntet und auf einen großen Wagen lädt. Der Wagen mit dem Getreide wird mit dem Traktor zur Mühle transportiert, wo das Getreide gemahlen und zu Mehl verarbeitet wird. Zusammen mit dem Wasser und der Hefe verwandelt sich das Mehl zu einem Teig. Der Teig wird dann in einem Ofen gebacken und verwandelt sich in ein leckeres Brot. Oh, alles klar. Ich gehe schnell das Feld bestellen. Ich habe nämlich Hunger bekommen.